Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zwischenruf Oberhausen in Zeiten von Corona. Mein Name ist Rainer Suhr. Ich bin bei der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung seit 4 Jahren verantwortlich für den Bereich Tourismus. Und das ist genau der Bereich, der aktuell in der Corona-Krise als erstes die Auswirkungen zu spüren bekommen hat. Ich glaube auch am stärksten zu spüren bekommen hat und auf Sicht auch am nachhaltigsten und dauerhaftesten unter den Folgen und Auswirkungen der Pandemie und der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu leiden hat und auch zu leiden haben wird. Das ist umso schmerzlicher, als dass die Tourismusentwicklung in Oberhausen in den vergangenen 25 Jahren eine besondere Erfolgsgeschichte war, eine Geschichte, die an positiven Schlagzeilen und auch an Erfolgsmeldungen sehr reich war. Seit der Öffnung der neuen Mitte in Oberhausen mit Eröffnung des Gasometer, des Centro und vieler weiteren Attraktionen Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat sich Oberhausen mit einem sehr konsequenten Kurs in der Freizeit- und Tourismuswirtschaft eine bemerkenswerte Position als Ziel für Tagesbesucher und auch für Übernachtungsgäste erarbeitet. Allein in der letzten Dekade, also in den Jahren 2010 bis 2019, ist der Übernachtungstourismus in Oberhausen doppelt so schnell wie im gesamten Ruhrgebiet gewachsen und dreimal so schnell wie im Land Nordrhein-Westfalen. In 2019 haben wir zum ersten Mal, und das sogar deutlich, die Zahl von 500.000 Übernachtungen geknackt, die Halbmillionengrenze übertroffen, indem wir 546.466 Übernachtungen zu verbuchen hatten. 2020, im Jahr von Corona, sind wir von solchen Erfolgsmeldungen leider meilenweit entfernt. Zur Betrachtung der touristischen Bedeutung der touristischen Entwicklung einer Stadt gehört neben den Übernachtungsgästen natürlich auch die Zahl der Tagesbesucher, die Zahl der Gäste, die für einen Aufenthalt von 2, 3 und mehr Stunden mit einer Fahrzeit von 1, 2 oder 3 oder mehr Stunden mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln sich auf den Weg machen, um Oberhausen und seine Attraktionen zu besuchen. 11,7 Millionen touristische Tagesbesucher im Jahr, das stellt für eine Stadt dieser Größenordnung im deutschlandweiten Vergleich einen absoluten Spitzenwert dar. Und beide Entwicklungen, sowohl die Entwicklung beim Übernachtungstourismus als auch die beim Tagestourismus, sind bei genauer Betrachtung umso beachtlicher, wenn man berücksichtigt, dass Oberhausen nach wie vor eine sehr junge, eine immer noch recht unbekannte Destination ist. Klassische Touristenziele, die das schon seit mehreren Generationen aktiv und praktisch ausüben. Ich denke an Orte wie St. Peter-Ording, Ruhpolding, die Bayerischen Seen, Baden-Baden. Das sind Ziele, wo der Tourismus schon eine ganz andere Tradition, eine ganz andere Bedeutung hat. Wir sind am Beginn eines klassischen touristischen Lebenszyklus. Trotzdem haben wir es geschafft, uns eine sehr bemerkenswerte Position auch für den Arbeitsmarkt und für die Wirtschaftskraft zu erarbeiten. Bei der letzten Zählung haben wir über 9000 Beschäftigte in mehr als 600 Betrieben in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft gezählt. Die jährliche Bruttowertschöpfung in dieser Branche liegt mit über 450 Millionen Euro bei 10% der gesamtstädtischen Wirtschaftsleistung in Oberhausen. Und damit liegt sie etwa doppelt so hoch im Tourismus und Freizeitwirtschaft wie im gesamten Land Nordrhein-Westfalen. Die Kehrseite der Medaille ist, wenn Tourismus und Freizeitwirtschaft bei uns bislang besonders erfolgreich waren, dass wir durch Corona, wo die Branche früher stärker und perspektivisch auch viel nachhaltiger in ihren Grundfesten erschüttert wurde, es in Oberhausen mit einer besonderen Problematik zu tun haben, dass es eine besondere Herausforderung darstellen wird, wie wir das Thema angehen und wie wir das Thema erfolgreich bewältigen. Ganz entscheidend für die Zukunft und für die Weiterentwicklung des Tourismusstandortes Oberhausen wird darum sein, wie wir a. kurzfristig durch die Krise kommen, wie wir b. mittelfristig mit den Folgen und den Lehren aus Corona umgehen, wie wir den Neustart von Tourismus in unserer Stadt aktiv gestalten, c. wie wir uns langfristig positionieren und welche Auswirkungen die aktuelle Krise auf den Geschäftsreiseverkehr und auch auf private Reisegewohnheiten auf Dauer haben wird. Und nicht zuletzt d. wie gut es uns gelingt, als Destination im Wettbewerb der Standorte und Reiseziele unsere alte Stärke, unsere alte Dynamik wieder herauszuarbeiten. Bei aller Unsicherheit über die Weiterentwicklung von Corona ist leider unstrittig, dass es städtische und verdichtete Destinationen schwerer haben
als Reiseziele im ländlichen Raum, als klassische Wander- oder Strandurlaubsziele. Die Gewinner des Sommertourismus 2020 in Deutschland, das sind die Küsten, die Mittelgebirge, die Gebirge, das sind nicht die Städtereiseziele. Darauf müssen wir uns auf mittlere Sicht einstellen. Schon nach der Schließung des Metronomtheaters war für uns klar, dass wir uns auf den Verlust von bis zu 10% des Übernachtungsgeschäftes einstellen müssen und darauf zu reagieren haben. Hinzu kommen jetzt aktuell Absagen und Verschiebungen von Open-Air-Konzerten, von Live-Veranstaltungen in der Arena und von weiteren Reiseanlässen in dieser Stadt. Es wird empfindliche Einbußen im privaten Reiseverkehr zur Folge haben. Noch stärker betroffen sind wir, sind unsere Partner in den Hotels, in der Gastronomie, natürlich auf dem stärker umkämpften Geschäftsreisesegment, wo auch in den Nachbarstädten natürlich dieselbe Problematik besteht wie bei uns. Trotz erster Lockerungsmaßnahmen können wir kaum eine echte Belebung an irgendeiner Stelle beobachten. Es gibt keine Messen, es gibt keine Kongresse, Fortbildungen, Kunden- oder Vertriebsveranstaltungen sind sehr, sehr stark eingeschränkt. In vielen Unternehmen gibt es bis auf Weiteres und ein Ende ist nicht in Sicht Reisebeschränkungen und das wird die weitere Entwicklung sehr nachhaltig beeinflussen. Das Kompetenzzentrum des Bundes, das ist ein Expertenteam in Berlin, das die Bundesregierung berät, geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass der Reiseverkehr in Deutschland erst im Herbst 2023 wieder das Niveau des Jahres 2019 erreichen wird und das auch nur dann, wenn wir nun den eingeschlagenen Weg durch und aus der Krise heraus ohne weitere Störungen, ohne weitere Verschlimmerungen erfolgreich fortsetzen können. Um zu verdeutlichen, was die Corona-Krise gerade mit der Gastronomie, mit der Hotellerie, mit den Betrieben der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Oberhausen macht, haben wir einen Ortswechsel vorgenommen. Ich bin jetzt hier an der Zentropromenade. Hier haben in den letzten Wochen schon 3 große Betriebe Insolvenz angemeldet. Und wenn man sich aktuelle Studien und Umfragen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA und von Wirtschaftsforschungsunternehmen anschaut, dann droht uns eine Gefahr, dass je nach Studie und je nach Umfrage zwischen 30% und 60% der Gastronomiebetriebe bis zum Jahresende massiv in Deutschland von einer Insolvenz oder von einer Aufgabe gefährdet sind. In der Hotellerie ist die Situation nicht viel besser. Wir haben im Mai, das sind die jüngsten Zahlen, die uns vom Statistischen Landesamt IT-NRW vorliegen, in Oberhausen bei den Gästeankünften gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 87,1% gehabt, bei den Übernachtungen von 80,7%. Wenn man sich anschaut, dass wir in Oberhausen 3.150 Hotelbetten haben und der Mai bei 31 Tagen theoretisch 97.650 Übernachtungsmöglichkeiten ergeben hätte, aber wir nur 9.128 Übernachtungen hier gezählt haben, dann erkennt man, dass die Bettenauslastung bei unter 10% liegt. Das ist dramatisch niedrig. Bei den ausländischen Gästen ist der Einbruch noch viel stärker. Wir müssen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten darauf achten, dass die Corona-Krise uns nicht in 25 Wochen oder in einem halben Jahr all das zerschlägt und die Strukturen zerstört, die wir uns im Tourismus und in der Freizeitwirtschaft in Oberhausen in den vergangenen 25 Jahren, also seit der Öffnung der neuen Mitte, des Zentro und der anderen Attraktionen hier Schritt für Schritt und mit viel Energie aufgebaut haben. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass sich das Reise- und Freizeitverhalten durch Corona nachhaltig verändert. Menschen werden andere Verkehrsträger als in der Vergangenheit benutzen. Die Bahn oder öffentliche Verkehrsmittel werden in den Hintergrund treten. Individuelle Anreise wird wieder stärker an Bedeutung gewinnen. Auch bei den Unterbringungsformen setzen die Menschen vermutlich in der Zukunft stärker zunächst auf Abstand, auf Hygiene, auf Individualität. Und beim Thema, wie plane ich eine Reise, wird Spontanität viel stärker in den Hintergrund treten gegenüber einer rechtzeitigen, frühzeitigen Planung eines Aufenthaltes bei einem Städtetrip. Zugänge zu einzelnen Attraktionen wird es vielleicht nur noch in Timeslots geben, weil sie begrenzt sind in der Zahl. Das heißt, wir müssen uns in der gesamten Freizeit- und Tourismuswirtschaft darauf einstellen, dass sich das Reise- und Freizeitverhalten auf Sicht nachhaltig verändert.
Wir stellen uns darauf ein mit unseren Partnerinnen und Partnern in der Tourismuswirtschaft in Oberhausen. Wir haben ein Projekt aufgesetzt, das heißt Oberhausen Tourismus durchhalten und die Zeit nach Corona gestalten. Da gibt es fast 50 Einzelmaßnahmen, die kann ich jetzt hier nicht vortragen, dafür reicht unsere Zeit nicht. Ich kann die Themenblöcke anschneiden. Es geht natürlich um das Thema Medien. Wie ist Oberhausen Tourismus in den Medien, den gedruckten, den Online-Medien, auf Social-Media-Kanälen präsent. Es geht um Digitalprojekte, da haben wir auch unsere Partner zu ertüchtigen und ihnen zu helfen. Wir selbst sind gerade dabei, einen Online-Shop für unsere Souvenirs, aber auch für unsere Reisebausteine aufzubauen. Es geht darum, wie wir uns auf Messen und Veranstaltungen präsentieren. Es geht um Produktentwicklung, beispielsweise beim Thema Führungen. Wir bieten ab dem kommenden Wochenende Führung mit dem E-Scooter an. Das ist gut für unsere Gästeführer. Das ist aber auch eine Form, wie wir in der Stadt mit Abstand und mit einer spannenden Story unsere Sehenswürdigkeiten, unsere Vorteile als attraktives Tourismusziel wieder in Szene setzen können. Wir reden über einen Campingplatz und wir reden über neue innovative Übernachtungsformen im Bauwagen, in Tiny Houses in der neuen Mitte. Wir ziehen vor Maßnahmen, die wir im Rahmen des Masterplans Tourismus schon in den vergangenen 1,5 Jahren mit unseren Partnern erarbeitet haben. Und gemeinsam hoffe ich, dass wir im Einvernehmen mit unseren Partnern in der Freizeit- und Tourismuswirtschaft die Krise nutzen, um mit neuer Kraft, neuer Energie, neue Chancen für Oberhausen, den Oberhausen Tourismus zu eröffnen.